Deutschlands ältester Innovationspreis. Die Dieselmedaille wurde am Freitag, den 7. April 2017 verliehen. Im Beisein von 200 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Medien wurden bedeutende Persönlichkeiten, Unternehmen und Organisationen der deutschen Innovationsszene ausgezeichnet. Aus insgesamt 12 Nominierungen in 4 Kategorien wählte das Diesel-Kuratorium, eine Jury bestehend aus rund 50 Technikvorständen deutscher Top-Unternehmen, 4 Preisträger aus. In der Kategorie Beste Innovationsförderung wurde die Dieselmedaille an die Initiative Wissensfabrik vergeben. Die Wissensfabrik ist ein Netzwerk der deutschen Wirtschaft, in dem sich rund 130 Unternehmen und Stiftungen für Bildung und Unternehmertum stark machen. In der Juryabstimmung konnte sich die Wissensfabrik gegen die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und den German Accelerator durchsetzen. Wir haben vor, mit der Medaille auf eine Art Deutschland-Tournee zu gehen. Wir wollen sie zu allen unseren Veranstaltungen, zu unseren Treffen mit den Mitgliedern mitnehmen. Sie sollen den Preis kennenlernen, sie sollen sich mit uns über den Preis freuen und sich selber persönlich auch als Gewinner fühlen der Dieselmedaille. Die Dieselmedaille für die beste Medienkommunikation erhielt das seit 1993 vom WDR ausgestrahlte Wissenschaftsfernsehmagazin Quarks und Co. In einer knappen Entscheidung konnte sich Quarks und Co. die Auszeichnung vor dem Wirtschaftsmagazin Brand 1 und dem Mediafassadenhersteller Only Glass sichern. Innovation ist was ganz fundamental Wichtiges für eine Gesellschaft. Und wenn es Preise gibt, die das auszeichnen, dann ist das fundamental wichtig für eine Gesellschaft. Denn Innovation ist Bewegung und eine Gesellschaft muss sich bewegen. In der Kategorie Nachhaltigste Innovationsleistung hat sich das Expertengremium für die Tochtergesellschaft der Viessmann Group, die Microb Energy GmbH, entschieden. Microb Energy gewann gegen das nachhaltige Gebäudekonzept AH Aktivhaus und die innovativen Brandschutzlösungen der Stöbig Brandschutz GmbH. Microb Energy betreibt das Power-to-Gas-Verfahren, bei welchem überschüssige Energie durch Methanisierung im Erdgasnetz zwischengespeichert werden kann. Also die Dieselmedaille ist ja nun so wertvoll, dass ich die nicht einfach neben die normalen Preise im Büro stellen kann. Ich muss mir tatsächlich noch einen guten Platz überlegen, aber den finde ich ganz sicherlich. Als erfolgreichste Innovationsleistung prämierte das Diesel-Kuratorium einen der weltweit führenden Landtechnikkonzerne, die Klaas-Gruppe, und ihren langjährigen Geschäftsführer Helmut Klaas. Die weiteren Nominierten in dieser Kategorie waren Hilti, Weltmarktführer in der Befestigungstechnik, und die stark diversifizierte Firmengruppe Liebherr. Ich habe so eine Medaille noch nie erhalten. Ich bin sehr überrascht, dass ich heute in meinem Alter noch eine Auszeichnung erhalte. Der Kabarettist, Autor und Moderator Florian Schröder sorgte mit seiner Darbietung für heiter nachdenkliche Akzente. Mut ist die Mitte zwischen Feigheit und Leichtsinn. Ich übersetze das mal. Mut ist also irgendwas zwischen Komasaufen mit Rasierwasser und Heilfasten mit Fachinger Heilwasser. Ja? So kann man es zusammenfassen. Die diesjährigen Gewinner reihen sich in die lange Liste prominenter Preisträger ein und schreiben so die Tradition der Dieselmedaille auf kraftvolle Weise fort.